Ich begrüße euch zu einem aktuellen Update-Video für den April 2024. Was gab es diesen Monat also an Neuigkeiten? Ja, und da habe ich jetzt gerade erst am letzten Sonntag einen Artikel bei T3N gelesen, wo diese ganze Diskussion aufgegriffen wird, ob Google als Suchmaschine durch das ganze Thema ChatGPT und Co. abgelöst wird. Ich habe darüber ja auch schon ein paar Folgen gemacht, auch letztes Jahr im Sommer, ist jetzt bald ein Jahr her, habe ich gesagt, dass diese damalige Meinung, die von vielen geteilt wurde, dass Microsoft halt mit der integrierten ChatGPT-Funktionalität Google Suchmaschinenmarktanteile abnehmen wird, habe ich schon gesagt, das halte ich für totalen Quatsch. Jetzt hat der CEO von Google, der Sundar Pichai, gesagt, dass Google sich ja sowieso, seitdem es Google gibt, immer wieder verändern muss und immer wieder auch auf neue Marktbedingungen sowie Nutzerverhalten reagieren muss. Ja, also wenn man, und das kann ich tatsächlich noch ganz gut, wenn ich mich zurückerinnere, wie Google vor knapp 20 Jahren aussah, dann kann man das mit den heutigen Suchergebnissen natürlich nicht mehr vergleichen. Sowohl von der Qualität her, ne, also wir haben damals sehr viel Spam gehabt, was dann bei Google auch weit oben war, ja, weil dieses ganze Thema Suchmaschinenoptimierung, Relevanz, Qualität einfach noch nicht in der Form entwickelt war, weil es ja auch alles noch neu gewesen ist. Und die Darstellung war natürlich auch eine gänzlich andere. Ja, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch da noch dran, mit farblich hinterlegten Anzeigen, mal gelb, mal blau, mal lila. Und es waren im Prinzip wirklich ja nur Webseitenergebnisse. Also eine Überschrift, dann eben ein Auszug aus dieser Webseite und dann begann das nächste Suchergebnis. Inzwischen haben wir, wenn wir uns diese Google-Suchergebnisseite vorstellen, Shopping-Produkte, Schlagzeilen, Videos, Bilder, ja, also alles, was im Prinzip auch zum Google-Universum gehört, an Plattformen wie YouTube, wie News etc., wird in dieser Google-Suchergebnisseite eingebunden. Ja, wir haben die sogenannten Featured Snippets, die gewisse Informationen versucht, sehr komprimiert darzustellen, also von einer Seite quasi diese Frage direkt beantwortet zu bekommen, sodass man einfach bei Google bleiben kann und bekommt schon seine schnelle Antwort, wenn einem die dann reicht. Na, ansonsten kann man natürlich auch wieder zur Webseite weitergehen. Und ähnliches sagt der Herr Pichai, ist es dann eben auch mit dem ganzen Thema künstliche Intelligenz. Natürlich arbeitet Google da seit 2016 dran, dass das ganze Thema KI natürlich auch innerhalb von Google weiterentwickelt wird, dass da natürlich vieles im Hintergrund abläuft etc. Und dass eben auch in den nächsten Monaten und Jahren das immer wieder verfeinert und erweitert wird. Ich hatte euch schon mal erzählt, dass auch bei Google Ads immer mehr KI-Funktionalitäten reinkommen sollen. Ich habe auch ein Update dazu noch dabei. Bisher passiert in Europa bei der Oberfläche noch relativ wenig. Wenn man in die USA und nach England schaut, dann ist da tatsächlich schon deutlich mehr los. Ja, das heißt, natürlich werden da eine Menge Dinge einfach entwickelt und entwickeln sich natürlich auch weiter. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ich damals in diesem schon angesprochenen Video und auch Podcast-Folge schon angedeutet habe, dass mir diese Erfahrung bei Bing, die ich dann eben über diese Chatbot-Funktionalität nutzen kann, einfach nicht gefällt. Also mir gefällt nicht, dass ich eine Frage stelle und dass ich dann einfach ein paar fertige Ergebnisse bekomme. Ja, und ich bin mir relativ sicher, dass Google das sehr viel cleverer machen wird. Das heißt, wenn Google das als natürliche Fortsetzung, so wie das hier der Sundar beschreibt, sieht, ja, dann ist das im Prinzip eine Einbindung, die halt dem Nutzer sehr viel relevante Informationen und eben einen Mehrwert bieten soll. Das heißt, abhängig von der Suchanfrage, die ich bei Google stelle, bekomme ich dann eben sowohl die Informationen schon direkt geliefert, aber wenn ich möchte, kann ich dann eben auch noch auf weitere Webseiten zugreifen, die ich dann eben besuchen kann, damit ich noch mehr Informationen bekomme. Ja, und wie gesagt, das wird sehr abhängig davon sein, was gesucht wird, wie gesucht wird etc. Aber dass Google da natürlich mitlaufen wird, ja, und sich immer weiter entwickeln wird, das sollte, denke ich, für alle von uns außer Frage stehen. Ich finde es ganz spannend. Ich verlinke euch natürlich diesen Artikel und genau, lasst mich gerne wissen, was ihr dazu sagt. Dann zum Thema AI oder künstliche Intelligenz ein Hinweis, der jetzt in mehr und mehr Google Ads Konten ausgerollt wird.
Ehrlich gesagt habe ich noch kein Konto gesehen, in dem sowohl eine maximale Performance-Kampagne genutzt wird, als auch wo diese Funktion, die jetzt eben gerade in einer Beta-Phase, also einer Testphase getestet wird und ausgerollt wird, zu finden ist. Und zwar geht es darum, dass du eine KI-basierte Asset-Erstellung nehmen kannst und nutzen kannst. Ja? Und daher zeige ich euch diesen Newsartikel von den Kollegen von AdSeed, auch das verlinke ich natürlich gerne. Und da kann man sehen, dass es dann eben in den Einstellungen von PMax-Kampagnen die Möglichkeit gibt, dass man sagt, okay, Google, du sollst bitte auf, basierend auf der URL, die ich dir hier gebe, also basierend auf deiner Webseite, Titel, Beschreibungen und visuelle Kampagnen-Assets erstellen. Also das heißt Bilder und ne, wahrscheinlich auch Videos. Finde ich persönlich eine sehr spannende Funktionalität. Es kommt aber natürlich sehr viel darauf an, wie die Qualität dann sein wird. Also wie gut kann Google das Thema erkennen, wie gut kann Google dann darauf basieren, Texte, Beschreibungen und Bilder erstellen, ja, die dann wirklich auch zu deinem Thema passen. Und ja, wie gut sind denn beispielsweise auch die Bilder, die dadurch erstellt werden. So, wenn ich hier schon bin, dann gleich zum nächsten Update. Und zwar ist es jetzt relativ einfach möglich. Ich weiß nicht, wie oft du das brauchen wirst. Ich habe es bisher zumindest nicht vermisst. Wenn du in einer maximalen Performance-Kampagne bist, kannst du jetzt die Anzeigenvorschau, also quasi eine Simulation, wie deine Anzeige aussieht, kannst du jetzt teilen. Ja, das heißt, du kannst diesen Link dann versenden und kannst jemandem sagen, schau dir das mal an. So in der Art wird deine Anzeige aussehen, wenn ein Nutzer sie ausgespielt bekommt. Wenn du diesen Link dann aufrufst, dann kriegst du im Prinzip diese Standard-Anzeigen-Vorschau, die du auch im Google Ads-Konto sicherlich schon häufig gesehen hast, aber eben eher bei den Suchkampagnen, nicht bei den maximalen Performance-Kampagnen. Ist vielleicht eine ganz nette Art, um einfach einem Kunden oder einem Kollegen oder einem Chef einfach ein bisschen mal zu zeigen, wie kann denn diese Anzeige aussehen für uns, ne, wenn sie dann bei Google ausgespielt wird. Ja, dann ist ja durch diesen Digital Markets Act, ne, ist ja doch im März einiges in Bewegung gekommen. Also dieses ganze Thema Consent Mode der Version 2, ne, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, dass es jetzt auch innerhalb der Google Ads Konten eine Kontoeinstellung gibt für die sogenannte Preistransparenz. Vielleicht habt ihr das schon entdeckt, ansonsten zeige ich euch das mal. Und zwar geht ihr einfach in die Verwaltung, dann in die Kontoeinstellungen. Und dann habt ihr hier einen extra Bereich der Preistransparenz. Ja, und da könnt ihr sagen, okay, ihr möchtet auf nicht aggregierte Preisdaten zugreifen. Ja, das heißt, ihr könnt Informationen über Preise eurer Mitbewerber abgeben oder einholen. Und umgekehrt könnt ihr auch Preisdaten für Publisher freigeben. Ich kann noch nicht genau beurteilen, inwiefern das Ganze verpflichtend ist und inwiefern, also verpflichtend kann es nicht sein, weil sonst könntest du das nicht aktivieren und deaktivieren und standardmäßig ist es eben deaktiviert. Aber ich kann ja auch nicht genau sagen, wo Stand jetzt die Vorteile liegen, wenn du es aktivierst. Ja, du wirst wahrscheinlich mehr und mehr diese Benchmark-Daten bekommen innerhalb deiner Shopping-Kampagne, wenn du dann auf diese Daten zugreifst. Im Umkehrschluss erwartet Google sicherlich, dass du selbst auch deine Preise und deine Informationen über deine Produkte für andere preisgibst, damit du einen sogenannten Benchmark auch überhaupt ermitteln kannst. Ja, dafür brauchst du ja eine gewisse Anzahl an Leuten oder Teilnehmern, die Daten teilen und daraus wird dann ein entsprechender Durchschnitt berechnet. Ja, finde ich ganz spannend, wollte ich dir einmal hier zeigen. Werde das natürlich auch weiter beobachten, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja, und dann als letztes Update nochmal zum Thema Universal Analytics, also die alte Version von Google Analytics, die ja nun schon seit längerer Zeit keine Daten mehr bekommen sollte, beziehungsweise wo du sie auch nicht mehr einsetzen solltest. Die werden ab dem 1. Juli 2024 so komplett gestrichen, dass du auch keinen Zugriff mehr haben wirst auf die Oberfläche und auch keine Daten mehr abfragen kannst über die API, also über die Programmierschnittstelle. Wenn du, und da gehe ich jetzt mal nicht von aus, noch kein Analytics 4 hast, dann wird es natürlich jetzt allerhöchste Zeit. Aber wie gesagt, da gehe ich nicht von aus. Wenn du aber wirklich auf Daten, auf historische Daten noch zurückgreifen möchtest, ja, und gibt Kunden, die haben Google Analytics in der alten Version schon seit 10, 15 Jahren aktiv, dann solltest du dir dringend die wichtigsten Auswertungen und Berichte einmal sichern. Ja, du kannst dann in dein Analytics-Konto gehen, und kannst nahezu bei jedem Bericht oben rechts in der Ecke sagen, du möchtest das Ganze exportieren und dann kannst du das in eine CSV-Datei exportieren, du kannst es in ein Google Sheet exportieren, als PDF kannst du es exportieren. Also
Ich würde dir wirklich dringend empfehlen, klick dich da mal eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde maximal durch, aber sicher dir auf jeden Fall die Daten, weil nichts ist schlimmer, als wenn du keinen Zugriff mehr hast und du willst aber noch irgendwelche alten historischen Auswertungen sehen. Ja? Also behalte das auf jeden Fall im Hinterkopf. Sag mir gerne, was du zu den Updates denkst, was du davon hältst und welche Fragen sich da für dich noch draus ergeben. Bei mir haben sich schon einige Fragen ergeben. Wie gesagt, gerade das Thema Preistransparenz werde ich in den nächsten Wochen und Monaten weiter verfolgen und bin persönlich sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Gut, dann war es das für diese Update-Folge und wir sehen uns dann spätestens in der nächsten wieder.